Hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es mal wieder eine Duft-Review und zwar zu dem Duft Valentino Donna Born in Roma Yellow Dream. Das habe ich mal als Pröbchen vor kurzem zu einem Einkauf bekommen. Und was ich über dieses Parfüm denke, möchte ich mit euch jetzt teilen. Das ist ganz neuer Duft, also so wurde mir auf jeden Fall präsentiert. Also ihr Lieben, das Parfüm ist super neu, von 2021 und ist wieder so eine neue Version von dem Valentino Donna. Ich bin auch gar kein Fan von Valentino Donna, so viel ich mich erinnern kann. Das ist ein sehr zitrischer Duft. Moment, wo habe ich den gesprüht? Sehr zitrisch, aber nicht sehr frisch. Es hat irgendwie so eine stechende Note. Kennt ihr, ich habe euch in manchen Videos gesagt, es riecht nach Chlorreiniger. Tut mir leid. Das riecht für mich nach Chlorreiniger. Also, wir haben Noten. Kopfnote Ananas, italienische Mandarine, Herznote Vanille, Absolut, Zedernholz, Basisnote Lebkuchen, orientalische Noten. Ja, er hat ein kleines bisschen was Würziges. Zitrisch, würzig, auf keinen Fall nicht, das ist kein Zitruskuchen oder so, auch wenn da Lebkuchen angegeben wurde. Er ist schon frisch, ja, irgendwas ein kleines bisschen blumig, würzig, aber nicht dieses babsüße, winterliche, zimtige, würzige Süße. Trotzdem, es hat auch ein kleines bisschen für mich was nach einem männlichen Aftershave oder so. Ein kleines bisschen. Das riecht auf keinen Fall wie Aftershave. Ich assoziiere das in diese Richtung auf jeden Fall. Das ist ein Duft. So sieht er übrigens in der Verpackung aus, aber das blende ich euch gleich mal hier ein. Den würde ich nicht tragen. Den würde ich an keinem mögen. Irgendwas hat er sehr für mich Stechendes, was ich nicht leiden kann. Den habe ich zweimal, das hätte ich niemals geschafft. Einmal habe ich den auf die Haut ausgesprüht und der hat schon knappe 6 Stunden war der da. Vielleicht nicht mehr so präsent. Also auf jeden Fall die Duftwolke, 2 Sprühe, die Duftwolke ist da. Meiner Meinung nach. Vielleicht, weil ich ihn so nicht... Kennt ihr das? Wenn ihr Düfte nicht mögt, dann sind sie total penetrant und dann habt ihr die ganze Zeit diesen Duft um euch rum und dann riecht auch das Handgelenk den ganzen Tag nach dem Duft. Und wenn ihr den Duft mögt, dann wollt ihr das erneuern und irgendwie, es riecht ja gar nicht mehr. Und ja, meine Schwester letztens, hast du dich so einparfümiert? Das war mit Baccarat Rouge übrigens. Aber... ich habe nur 2 Sprühe gemacht. Einmal in die Haare, ich sprühe mir immer in die Haare, dass wenn der Wind weht, dass das schön riecht. Und einmal hier, Baccarat Rouge ist einer der wenigsten Düfte, die ich hier aufsprühen kann. Normalerweise mache ich das nicht, aber das wollte ich wirklich die ganze Zeit so wahrhaben. Normalerweise, das stresst mich so, wenn der Duft immer so unter meiner Nase ist. Also, zitrisch, etwas blumig, hält ziemlich lange. Aber letztens wurde ich so angemacht wegen der Haltbarkeit. Sie haben nichts wegen der Haltbarkeit gesagt. Das ist trotzdem sehr individuell. Wir quatschen hier zwar über Düfte, aber alles ist individuell. Bei mir verfliegt er zum Beispiel schnell, bei euch nicht. Bei mir hält er lange, bei euch verfliegt er schnell. Ihr nehmt ihn stark wahr, der andere nimmt ihn sehr leicht wahr. Geruchssinn, unsere olfaktorischen Möglichkeiten sind bei jedem anders. Das ist schön, das ist normal. Trotzdem haben wir hier wahrscheinlich ein gemeinsames Hobby, das ist Parfüm. Und wir teilen einfach unsere Erfahrungen. Also ich teile das mit euch, meine Erfahrungen, meine Einschätzungen über Düfte. So, wie gesagt, nicht mein Ding. Schreibt mir, ob euch dieser Duft gefällt. Das ist ein Eau de Parfum übrigens. Ja, floral. Na, also das sehr, sehr Zitrische geht nach so später etwas weg. Es riecht leicht würziger. Wie gesagt, keine diese warme, stickige, diese orientalische Würze. Leicht würzig. Wenn ich sage leicht würzig, ist ganz, ganz leicht.
Riecht hier gar nicht mal so schlecht, aber ich kann den nicht tragen. Wie gesagt, ich warte auf eure Meinung in den Kommentaren, ob ihr diesen Duft kennt oder nicht. Nur weil ich gesagt habe, dass der mir nicht gefällt, muss nicht heißen, dass er euch nicht gefällt. Ich weiß nicht, für mich riecht der erwachsen. Für mich riecht er erwachsen. So, ich hoffe, das Video war interessant für euch und von Valentino kann ich euch die Valentina-Düfte von Valentino kann ich euch die Valentina-Düfte sehr ans Herz legen. Ihr müsst gucken, die gehen so wie ich das recherchiert habe, gehen sie aus dem Sortiment. Schaut, ob ihr noch welche davon bekommen könnt, ob ihr die noch testen könnt. Die sind üppig, blumig, etwas pudrig, manche fruchtiger, manche, es gibt eine Oud-Version. Die Oud-Version, glaube ich, die gibt es schon länger nicht mehr zu kaufen. Mit der Donner-Reihe habe ich mich noch nicht anfreunden können. So, jetzt aber Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls ihr auch so Parfümliebhaber habt, schreibt mir eure Lieblingsdüfte, was ich noch testen kann. Vielleicht kennt ihr ja Dupes zu irgendwelchen Parfums, die ich schon in meinen anderen Videos vorgestellt habe. Falls ihr diesen Look sehen wollt, den ich geschminkt habe, ich glaube, ich habe in dem Video gesagt Alltagslook, aber das ist natürlich kein Alltagslook. Dann werde ich das Video auch, das ist mein letztes Video, ist es dann halt. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.